Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei LevisCard1210. Ich begrüße euch zu einem Import-Unboxing, denn ich habe mir 8-Bit-Armies aus dem Ausland besorgt. Und das Ganze kommt von Zoidesco Games und ja, sieht aus wie Minecraft, würde ich sagen, oder so ähnlich. Und man hat hier halt so einen Action-Typ mit Handgranaten oder Waffen, besser gesagt, und muss dann halt die anderen Klotze erledigen. Ja, das Spiel habe ich mir aus, ich glaube, Italien besorgt, deshalb ist die Beschreibung auf Italienisch und Spanisch. Ja, es ist die spanisch-italienische Version. Ja gut, ich kann es euch jetzt nicht vorlesen. Wenn ihr die Sprache mächtig seid, dann seht ihr, oder was das bedeutet. Ich denke mal Kampagne, Super Army und Online im Multiplayer Battlen steht hier. Ja. Das Ganze kann man alleine zocken oder im Multiplayer zocken. Das Ganze braucht 2 GB Minimo. Und die anderen Sachen seht ihr alle hier, was es unterstützt und was nicht. Ja. Hat mich auch nicht so viel gekostet. Ich glaube so 6 oder 7 Euro. Ein richtig guter Preis für so ein Spiel. So. Auf. Zack. So sieht das Ganze von innen aus. Ein schönes Design, finde ich. Ja. Passend zu blau. 8-Bit Armies. Da gab es doch so ein Spiel, so ähnliches Spiel. So die Anfangszeiten der PlayStation 3 oder so, ja. Vielleicht ist das so ähnlich. Das war so mit Drachen und Schlösslern und das hier ist halt, ich würde sagen, so mit Fliegern und Rambos. Alles dabei. 8-Bit Armies. 8-Bit ist eine gute Zeit. Doch. Ich hoffe, dieses Unboxing hat euch gefallen. Ist es zwar ein bisschen kurz geworden, das Unboxing, aber gut, dadurch, dass ich die beiden Sprachen nicht spreche, konnte ich es euch halt nicht vorlesen. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.